Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Bad Business. Mit dabei ist Unperfekt. Viel Spaß. Dann gehen wir rein. Team Deathmatch, okay. Kinder abknallen? Ja, einfach Kinder abknallen. Wer ist dir zum Laufen? Schiff zum Sprinten? Achso, das ist mein Team. Oh Mann. Ja, blau ist dein Team. Das finde ich auch blöd in dem Spiel. Man erkennt nicht so gut, wer Team ist und wer nicht. Aha. Ja, ich bin tot. Oh Gott, ich hab dich getötet. Also ich hab dich ich bin aber Team Orange, ne? Ja, ich bin Team Blau. Warte mal, ich muss erstmal Musik leise machen, das ist schlimm. Wir sind Gegner. Alter, ist das witzig, wenn ich Lautstärke beeinflusse, dann, dass dieses kommt. Ja. Best. Und übrigens mit C kannst du so sliden, aber daran muss man sich irgendwie gewöhnen. Ja, hey. Schon gemerkt, kenn ich aus Battlefield. Oh Gott, ich bin so raus aus Bad Business, ich glaube, du wirst mich rasieren. Ja, ich bin die ganze Zeit nur gestorben. Ich sag, boah, ich hab den ersten rasiert. Ich hab meinen ersten Kill gemacht und ich wurde gekillt. Hat man alle die gleichen Waffen, oder? Nee, es gibt Loadouts, kannst du zwischen den Runden wechseln. Jetzt bist du schon drin, du kannst jetzt nur zwischen deinen vorgefertigten Loadouts wechseln, indem du Tab drückst und dann links Loadout auswählst. Beim nächsten Spawn hast du es dann. Okay. Oh mein Gott, das ist so intensiv. Ich werde jetzt schon zum Massenmörder, oder? Und du musst mal hier versuchen, irgendwie über Sachen zu klettern. Das Movement ist richtig geil, wenn du dich erstmal dran gewöhnt hast. Also das Schleiden geht bei mir schon klar. Ja, aber guck mal, wie wenn du so an Kanten ranspringst, dann gibt's... Du kletterst einfach so smooth auf Sachen hoch. Jetzt komme ich mit meiner Remington. Sache ist bei Bad Business, das wird halt fast nur von Schwitzern gespielt. Das heißt, du brauchst Glück, dass du in einer Runde bist, wo nicht zu viele Schwitzer im Gegnerteam sind. Ich habe mich gerade erschrocken, weil ich dachte, meine Mom kommt gerade rein und will mir den Arsch versohlen. Aber es war einfach nur meine Katze, die kann Türen öffnen. Alles klar. Ich hatte früher auch einen Hund, der kann Türen öffnen, aber Katzen? Ja, der ist übel schlau. Okay, warte, wo sind die Gegner? Da hinten. Junge, und das spielen echt kleine Kinder? Da spielen kleine Kinder. Ich glaube, da spielen aber auch ein paar ältere Kinder, weil man merkt, dass es halt ein paar Schwitzer zwischen... Es gibt doch Granaten. Ja. Natürlich, hier gibt's alles, was ein guter Shooter braucht. Aha. Oh, das warst du. Oh. Hi. Oh, ich wurde abgeknallt. Remington, ist eine Shotgun. Du hast gerade auf mich gewirkt wie ein kleines Kind, weil du dich irgendwie weggedreht hast, als ich kam. Als würdest du weglaufen wollen. Mama, er hat mich umgebracht. Aber ich glaube, dein Team gewinnt. Ich werde so rasiert. Vor allem dieser Scarecrow aus eurem Team. Ich werde die ganze Zeit rasieren. Aber euer Team ist halt grundsätzlich krass. Okay, jetzt sehe ich schon wieder keine Gegner. Wo ist denn alles los? Kann man sich hinlegen wie so eine Pussy? Wie kann man, ja. Ich weiß aber nicht wie. Wahrscheinlich V? Nee, V ist ein Knifen. X vielleicht. Ja, X. Manchmal sehe ich so Leute irgendwo in der Ecke liegen und ich denke mir so, bist du dumm? Ja. Dann knall ich die ab. Oh, aber in dieser Runde werde ich einfach nur abgeknallt. Ihr habt zwei Leute im Gegnerteam, also mindestens zwei Leute, die richtig krass sind. Hab mich jetzt das fünfte Mal oder so geholt. Ich sterbe nur. Digga, wie können die Maschinengewehr so krank sein? Oh, Alter, ich stehe auch immer 2000 Meter entfernt und schieß mit dem Maschinengewehr. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe selbst nicht so wirklich, wie das Spiel funktioniert. Ich spiele das irgendwie immer alle paar Wochen. Und jedes Mal bin ich... Oh Gott. Aufs Neue verwirrt, ja. Fühle ich. Ja, ich muss in eine andere Runde. Ich will nicht so viele... Gut, gibt's bei mir im Team auch einen, der die ganze Zeit rasiert? Sie. Ich hatte eine 0,6er KD. Na gut. Ich gehe auf nahe. Das ist übrigens auch das Beste an Roblox. Die Spiele werden automatisch übersetzt. Und dann steht da statt Close, also für Menü schließen, nah. Oder bei Loadout steht Auslastungen. Na, möchtest du deine Auslastungen anpassen? Unperfekt ist weg. Dann spiele ich erstmal weiter, bis Unperfekt zurück ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich wird er jetzt wirklich von seiner Mutter getötet. Aha. Oh, ich treffe nichts. Immerhin hat er mich gerecht. Wo sind denn die Gegner jetzt schon wieder? Man sieht oben kaum Kills. Ich glaube, die Gegner spawnen einfach gar nicht rein. Na gut, dann kann ich ja chillen. Da unten ist einer. Wenn ich den Kill mache. Na gut, ich habe den Kill nicht gemacht. Aber da hinten. Oh Gott, wie gut ist der denn? Der dreht sich um. Gefühlt one-hittet er mich. Da hinten ist ein Sniper. Ja, und Perfekt hat sich ein gutes Timing ausgesucht, um weg zu sein, weil die Map, die gefällt mir halt wirklich nicht. Das ist schon wieder diese Map. Ich hab's ja schon im letzten Part gesagt. Die Map ist viel zu groß, viel zu offen. Es gibt keine Deckungen. Du kannst auch von allen Seiten abgeknallt werden, dich nicht dagegen wehren. Guck mal, jetzt werde ich von oben, ja, eigentlich aus allen Richtungen. Es gab keine Möglichkeit für mich, überhaupt in Deckung zu gehen. Das ist so rigged, diese Map. Ja. Danke, Voxic. Und es gewinnen halt die Leute, die so krasses Aim haben. Wahrscheinlich hat er nicht mal Aim, vielleicht hat er einfach Aimbot. Ich meine, er hat über so eine riesen Distanz meinen Kopf vorn gehittet. Und das ist, obwohl ich laufend und springend war. Ah ja. Und hier unten in der Mitte ist niemand drin. Schade. Nachladen. Und rasieren. Aber stimmt, das hier ist ja Abschuss bestätigt. Das bringt den anderen Leuten gar nichts zu snipen. Wenn sie nicht zu uns rennen und die Abschüsse bestätigen, können das wirklich noch gewinnen? Einfach nur, wenn ich die ganzen Abschüsse jetzt bestätige. Und die Abschüsse da hinten einfach verwehre. Wer auch immer da hinten gekillt wurde, der Kill hat nicht gezählt. Feintöten verweigert. Na gut, dann werden wir das Match jetzt einfach gewinnen. Ich bin Team Orange, oder? Ja, ich bin Team Orange. Dann gewinnen wir einfach nur, weil die Gegner alle snipen.
Ist mir egal, ob ich jetzt gesniped werde von hinten. Du wirst meinen Koffer eh nicht einsammeln. Aha. Oh, der Koffer ist runtergefallen. Wie nett. Verwehrt. Und da hinten ist noch ein Koffer. Wir werden das so easy gewinnen. Wir werden das so easy gewinnen, einfach nur, weil die alle zu blöd sind, die Koffer einzusammeln. Ja, schieß ruhig auf mich. Ich hole mir erstmal den Abschuss. Haha, zwei Abschüsse geholt. Mein Tod hat sich gelohnt. Hopp, Abschuss bestätigt. Hopp, und da unten ist einer. Ah, verwehrt. Wenn ich sterbe, hast du nur einen Kill gemacht und nicht zwei. Die haben aber auch wirklich keine Lust darauf zu gewinnen, oder? Hier, zwei Koffer. Wir werden so krass gewinnen. So, ich bin wieder da. Willkommen zurück. Welches Team bist du? Ich bin nicht in meinem Game. Du bist nicht... Achso, ja, 20 Minuten weggeblieben, oder? Ich bin Team Blau. Ah, dann wirst du hart verlieren. Das hier ist übrigens eine richtig beschissene Map, weil du kannst aus jeder Richtung gesniped werden und dich nicht dagegen wehren. Aber, das ist Abschuss bestätigt und dein Team ist irgendwie zu blöd, die Abschüsse zu bestätigen. Und das mache ich die ganze Zeit, deswegen gewinnen wir jetzt auch. Ja, ich habe auch gerade bestätigt. Meine Mom ist gerade reingekommen. Ja, und hat dich getötet. Was ich mache, war, kleine Kinder im Internet zu exekutieren, die falsch an. Warum? Die Map ist übel beschissen. Ja, die Map ist wirklich, das ist ziemlich die schlechteste Map, die ich zumindest kenne. Und ich bestätige gerade halt so viele Abschüsse. Dann nehme ich auch eine Sniper, Alter. Ja, die Sniper bringt dir halt nichts, weil du kannst dann zwar Gegner töten, aber niemand sammelt die blöden Koffer ein. Und ich mach das die ganze Zeit. Bestätigen. Oh, ich glaube, da bist du. Dreh dich mal um. Oh. Ja! Egal, ich habe so viele Abschüsse bestätigt. Der eine Tod hat sich gelohnt. Nee, ehrenlos. Ich musste nachladen, du Abstauber, was fällt dir ein? Warum sind wir eigentlich immer im Gegnerteam? Ich habe immer so übel das Gefühl, die Gegner haben so Waffen, die killen mich so in Schuss ins Knie und ich brauche so zwei Magazine und dann so ein HP. Das Gefühl habe ich auch. Ich habe aber auch das Gefühl, dass manche Leute hier Hacks anhaben, weil in Roblox ist es nicht schwer, sich einen Script-Injector zu installieren und dann einfach Wallhacks und Auto-Aim und so. Ich weiß nicht, ob Bad Business groß was dagegen macht. Ja, stimmt, es gab so eine Anti-Cheat-Welle, aber naja. Aha. Ach, lol, das war ein Gegner. Ich laufe so auf den zu, schieße nicht, weil ich denke, das ist ein Mate. Oh, bleib mal kurz stehen, ganz kurz. Okay. Nein, jetzt werde ich beschossen. Nein, der dumme Spast. Ich hatte dich so im Visier. Warst du oben in dem Haus? Warte, hast du Shotgun gespielt oder Sniper? Nee, Sniper. Okay. Hab dich gesehen. Da bist du. Aha. Oh, du bist der da hinten. Komm her. Ja. Du hast keine Chance. Komm her. Na klar. Ich lade erstmal nach. Was? Nein. Das ist so schlimm, diese Sniper-Kämpfe schon wieder Mintudels, Bester. Aber diesmal habe ich eine 1er-KD und gewonnen. Okay, neue Map, dies. Ja. Die Map ist wirklich, das ist... So eine beschissene Map. Oh, da unten kann man ja voten. Ich bin für, keine Ahnung, ich kenne die alle nicht, Cargo. Ich glaube, Cargo war in Ordnung. Die anderen Maps kenne ich gar nicht. Attachments? Ja, keine Ahnung, es gibt ganz viel Zeug, das ich mir hier noch gar nicht angeguckt habe in dem Spiel. Aber ich gehe jetzt in die Lounge Facility. Hier war ich noch nie. Ah, und ich glaube, hier ändere ich mein Loadout wieder zu Kachbar, nein, zu Remington. Wieder mein Feind. Ich bin Team Blau. Nee. Du bist mein Team, okay, wir müssen Gegner abschießen. Also ich bin gerade bei irgendeiner Rakete. Wir müssen kleine Kinder digital hinrichten. Ja, Mann. Oh, da oben ist eins. Ich sehe es nicht mehr. Aha. Ich habe ihn einen Hit gegeben, jetzt hat er Angst. Die Map ist witzig. Ich habe ihm noch ein paar Hits gegeben. Junge, wie der sich hinlegt. Digga, der ist jetzt so panisch. Der hat bestimmt 20 HP. Ich finde das so lustig, gegen Sniper zu kämpfen in diesem Spiel. Weil Sniper sind zu 90% einfach schlecht, treffen nichts. Als du kannst ihnen so viel Angst Kinder machen, indem du einfach auf sie zuläufst. Als ob es hier echt Kinder gibt, die hier den ganzen Tag hocken. Ja. Nur das spielen. So ist das Leben, ne? Alter. Oh, der hat sich hingelegt. Nein, wir haben einen neuen Pro im Gegnerteam. Er trägt einen Hut wie so ein Geheimagent. Also du weißt eigentlich, dass die Gegner gut sind, wenn sie, den Hut tragen. Ja, wenn sie einen Skin haben. Oder einen Waffenskin, ja. Ja, ich weiß nicht mal, wie man seinen Skin ändert. Oh Mist, der hat mich geholt. Ah, das ist schon wieder Scarecrow. Das ist blöd, ich will Scarecrow nicht im Gegnerteam haben, weil der ist gut. Ja, wir können doch auch Lobby wechseln. Können wir machen, aber ich würde auch sagen, das ist das letzte Match, weil ich muss 13 Uhr halt wirklich weg. Junge, diese komische Prestige, Alter. Was mit, nee, das ist doch Scarecrow, oder? Der mit dem grünen Waffenskin. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es immer erst, nachdem er mich getötet hat, wer es war. Oh nein, die haben auch noch diesen... nee, unten steht immer der Name. Aria, keine Ahnung. Okay, jetzt bin ich hier oben, aber hier ist niemand. Jetzt bin ich unten. Ich liebe es übrigens, dass es keinen Fallschaden gibt. Toodles ist auch übel am Rassieren. Ja. Oh, ich glaube, da ist Toodles. Lohnt sich ja überhaupt nicht, Waffe zu wechseln, nachladen ist schneller. Das heißt, alle drei guten Leute sind im Gegnerteam. Ja, Mann. Hä? Wie hat er denn das überlebt? Ich habe den... Locker auf 0 Meter Distanz mit der Shotgun in den Kopf geschossen. Der bleibt stehen.
Hier verstehe ich, dass sie es überlebt hat, weil, keine Ahnung, da war ich jetzt 5 Meter entfernt. Und ich no-scope mal mit der Remington. Welche Waffe spielst du eigentlich? Diese Standard M4 irgendwas. Okay. M19. Also irgendein Sturmgewehr. Ich habe eh kein Gefühl für diese ganzen Waffen hier. Ja. Wir sind jetzt schon wieder die Gegner. Meinst du sowieso? Oh Gott, hinter mir. Hey, das war ein... Ich könnte schwören, das war ein Mate. Ich habe da doch was Blaues über dem Kopf gesehen. Ich glaube, die tragen mit Absicht solche Skins, um uns zu verwirren, dass die halt aussehen wie Mates. Oh, ich habe irgendwie eine Waffe freigeschaltet. Ich muss erstmal nachladen. Jo, ich habe schon 8 Kills. Einser KD. Ich nicht, ich bin... Oh, ich habe 4 Kills und 9 Tode. Aber ich glaube, die Shotgun ist auf der Map auch nicht die beste Wahl. Die Map ist schon wieder so riesig. Ja. Da oben sind immer Leute. Ich versuche immer zu den Leuten hochzurennen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Während ich zu den Gegnern renne, werde ich schon von den Gegnern abgeknallt. Dieses komische Western-Maschinengewehr. Weißt du, was ich meine mit dieser Trommel? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Die Tommy-Pistol, genau. Okay. Haben so viele. Echt, wir haben in dieser Runde irgendwie gar keine Chance. Immer wenn ich auf die Gegner stoße, dann sind das immer gleich 3 auf einem Haufen. Dann sind das die 3, die immer treffen. Und die überleben auch noch meine Shotgun-Schüsse. Nutzt jemand überhaupt die Granaten außer ich? Ab und zu. Ich denke aber immer nur selten dran. Mach ich jetzt mal. Hup. Oh, ich lauf selber kannst rein. Kannst du sie halten? Ich bin halt tot. Machen. Kannst einen auch so Attentäter machen. Ich hab mich selbst fast getötet. Alter! Wo ist der Gegner? Das war ein Gegner. Ich schwöre, das war ein Gegner. Ich habe nämlich keinen blauen Punkt gesehen, aber er ist weg. Na gut. Nein! Immer wenn ich auf einen Gegner stoße, dann sind in alle Richtungen auf einmal überall Gegner. Die sind immer alle auf einem Haufen. Das ist auch voll smart von denen eigentlich. Weil du kannst die Leute nicht von hinten angreifen, weil dann du von hinten angegriffen wirst. Man eigentlich unendlich Munition oder was? Ja, ich glaube schon. Alles klar, das ist realistische Kriegsführung. Ich meine, wer hätte Bock in dem Spiel hier jetzt noch in Out of Ammo zu gehen? Ja Mann, jetzt läuft's, jetzt rassiere ich. Ich meine, es gibt auch andere Roblox-Shooter, da gibt es nicht mal Nachladen. Zum Beispiel Big Paintball, da läufst du einfach die ganze Zeit herum und machst... Und jede Kugel ist One-Shot. Egal auf welchem Gewehr. Ich hab Scarecrow gekillt, der wollte mich schlagen und ich hab ihn irgendwie in die Fresse geschossen. Alter! Bestimmt Scarecrow? Scarecrow ist bestimmt so ein 13-jähriger dicker Junge, der so mit seinem Energy gerade vor dem PC hockt und so richtig reinschwitzt und stinkt. Ich schwöre. Oh, ja, der hat gerade richtig nasse Arme, Alter. Der hat richtig nasse Arme. Mit diesem roten Ausschlag an den Armen. Ja, Mann, und so richtig verpickeltes Gesicht. Und dann so, ja Mama, noch 5 Minuten. Bleibt noch so 2 Stunden hocken, bevor er irgendwas macht. Seine Mutter schreit die ganze Zeit aufgegeben. Rum. Er schreit die ganze Zeit rum wie so ein Asozial. Oh, ich find's aber so deprimierend. Ich habe eben einen Gegner getötet. Dann habe ich von hinten Schüsse bemerkt, habe mich umgedreht und wurde dann nochmal von hinten abgeschossen. Es ist egal, wenn du auf Gegner stößt, dann sind sie wirklich in alle Richtungen. Da vorne ist jetzt einer und ich schwöre, ich werde gleich von hinten abgeballert. Ja. Ich find's übel dumm, wenn du Granaten ausgewählt hast, dass du dann wieder zurück zur Waffe gehen musst, damit du keine Granate mehr hast. Musst du? Also ich drücke, wenn man... Vielleicht, wenn man gedrückt hat. Mit der Granate gekillt, oh mein Gott, wie geil. Oder bist du? Hey. Hey, wo bist du? Wie erkennst du mich immer? Achso, du guckst auf den Namen, als ob du das mit... Oh. Nee, ich erkenne zum Skin. Da hinten sind sie. Weil keiner hat so einen lahmen Standard-Skin außer du. Selber. Aha. Wie hat die das überlebt? Jump überlebt immer meine Shotgun-Schüsse. Also ich wäre schon dafür, dass die Gegner einfach mal aufhören, immer zusammen herumzurennen. Und Absicht. Aber das Movement an sich ist eigentlich echt gut. Ja, können sich manche Shooter was abnehmen davon. Das finde ich auch. Und ich freue mich auch, es gibt einen richtig, richtig guten Roblox-Developer. Der arbeitet jetzt auch schon seit einigen Monaten an einem Shooter mit ähnlichem Movement. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird so viel besser. Weil das ist ein richtig krasser Dude. Ich freue mich richtig drauf, wenn sein Shooter rauskommt. Aber das wird wahrscheinlich noch viele Monate dauern. Auch, wenn man rennt, diese Geschwindigkeitslinien, das ist eigentlich übel schlau. Ja, also manche Leute finden es nervig, ich finde es eigentlich ganz nice. Dann ist es eigentlich übel nice, weil dann denkst du, du rennst schneller und es hat sowas mit Kopf zu tun. Deswegen, ich finde, das Spiel ist richtig gut gemacht, aber ich freue mich auf den Shooter von Barrow. Niederlage? Natürlich! Dabei habe ich 22 Kills. Ich habe 13 Kills und 28 Tode. Ja gut, für eine weitere Runde habe ich leider keine Zeit. Nein. Es ist schlimm, wenn man arbeiten muss, aber ich muss jetzt leider gehen. Und ich muss eine Verabschiedung machen, also würde ich sagen... Hey. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, abonniert Unperfekt. Na, ich mach keine Videos mehr. Genau. Doch, natürlich kommen da Videos, da kommen jetzt Roblox-Videos. Nee. Immer. Egal, bis dann und ciao!